Hey Leute, heute sind wir mit der Juni-Elfsbox da. Nicht wundern, warum es keine Mai gab. Im Endeffekt ist es die Mai-Box. Die haben sie jetzt nur anders benannt, dass es im Prinzip auf den Monat kommt, wo im Prinzip die Elfsbox dann bei einem zu Hause ankommt. In dem Fall ist es jetzt die Juni-Box, was ja eigentlich die Mai-Box war. So, und wieder habe ich die Premium-Variante. Diesmal gibt es nur ein Premium-Teil, sage ich jetzt mal. Deswegen zeige ich das mal gleich. Das ist eine Silicon-Mold. Im Prinzip, ich habe es jetzt noch gar nicht aufgehabt, von Padico. Man sieht es auch hier. Und da sind halt dann zwei Komponenten mit einem Löffel. Und dann zwei Komponenten. Mischverhältnis habe ich dann eine Anleitung. Genau. So, das war jetzt schon die Premium-Variante hier. Dann ist hier einmal wieder alles so schön eingepackt. Das tun wir mal alles beiseite. So. Dann haben wir jetzt hier, genau, was alles drinnen ist, im Endeffekt einmal aufgeschrieben, einmal aufgemalt. Hier wieder die Standardvariante, wo jeder hat, und das die Premium-Variante. So, dann haben wir hier einen Kugelschreiber, der dabei ist, den kann man befüllen. Der geht ohne Schraubverschluss auf, das heißt im Prinzip, den zieht man einfach nur raus. Genau, hier ist so ein Gumminoppen. Ja. Das ist einmal der Kugelschreiber, dann haben wir hier einmal ein Bronzepigment. Man sieht es auch, wie es fällt. Ganz viel drinnen. Dann einmal Pearl Weiß und Pearl Schwarz. Das heißt, das ist mit so einem Schimmereffekt. Man sieht es hier gerade so schön. Kamera fokussiert wieder alles andere, nur nicht das, was er sollte. Jetzt ist hier unten das ganze Pigment drin im Endeffekt. Und das ist einmal schwarz. Sieht man nicht so dolle, weil es halt schwarz ist im Endeffekt. Aber schwarz und weiß war jetzt einmal dabei. So, einmal 25 Gramm das UV-Harz. Wieder der dünne Typ. Genau. So, dann haben wir hier einmal das Glitzer. Einmal in Gelb, Blau, Grün und Rot, weil es ist ja Harry Potter Box im Endeffekt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise es ist eine Zauberbox und deswegen so ein bisschen so Harry Potter angehaucht für die ganzen Gruppen, die da waren. Genau, einmal das Glitzer. Dann haben wir hier diesen Zauberstab. So, da weg. Nochmal einmal den hier, das ist der mit den Sternen. Wie gesagt, man gießt die eine Hälfte, dann noch die andere und dann klappt man die ineinander rein. Von der Dicke her. Genau, das ist der eine. Und noch der andere. Das ist jetzt ein bisschen einer, der etwas schlichter ist im Endeffekt. Aber auch das gleiche Prinzip. Eine Form, die andere Form und dann draufklappen. Und auch die gleiche Dicke. Genau. So, und dann haben wir hier noch einmal so eine Tüte. Kommt schon die ganzen Lünetten entgegen. Hier jetzt haben wir so einen kleinen Kristall, den man gießen kann, den man auf den einen Stab jetzt auf jeden Fall draufsetzen kann. Beim anderen müsste man mal gucken, wie man den befestigen tut. Genau, hat auch eine angenehme Größe. So. Und dann haben wir jetzt einmal die Lünetten hier. Einmal mit einem Mond, mit einem Stern. Das ist eher schon Richtung Sonne, würde ich jetzt mal sagen, weil ganz viele Zacken im Prinzip dabei sind. Nein, das ist auch ein Stern. Hier ist hier Sonne. Genau, einmal die hier. Dicke ist auch angenehm. Und befüllen müsste man mal gucken, wie man es im Endeffekt macht, weil es halt doch recht fein ist. So, und dann haben wir die anderen. Einmal den Schlüssel mit den Flügeln, dann einmal den Ball mit den Flügeln, ein Schal und ein Hexenkochtopf oder ein Zauberkochtopf, wohl eher dann so rum. Genau, dick ist auch angenehm, kann man gut was reinfüllen. Genau. Und dann ist hier einmal noch die Anleitung für die Silikonmold. Super. Das war's mit der Box und wir sehen uns bei der nächsten wieder. Tschüss.